Plopp. So, machen wir es wieder aus. Also. Das Wasser. Und jetzt. Komm. Kratzen Reste noch aufgeklaubt. Und los geht's mit unserer lustigen. Wir bepflanzen unser Getreidefeld neu. Jo. Ich war auch schon überlegen, ob wir Dispensers oder beziehungsweise es gibt auch von Eloram eine Alternative dazu. Ich frage mich gerade, ob die automatisch dann das anpflanzen, statt einfach nur auszuwerfen, die Seeds, dass man dann quasi da sich ein paar Reihen spart. Oder ob man das so baut, dass es komplett automatisch bepflanzt wird. Das könnte man sich auch mal überlegen. Das probiere ich das probiere ich demnächst mal aus. Ob das geht. Und wenn das funktioniert, dann machen wir das irgendwann beim Let's Play auch. Weil ich weiß, dass bei Eloram, bei vielen Sachen da die Ressourcenanforderungen doch etwas höher sind. Und da müssen wir mal gucken. Weil wenn ich das jetzt im Let's Play mache und ich verbrate einen Haufen Ressourcen, das geht's nicht, dann greifen sich 80% der Leute, die wahrscheinlich Red Power gut kennen, an den Kopf und sagen, oh, da weiß man doch, dass das nicht geht, das hast du die ganzen Ressourcen verschwendet. Ich meine, es guckt sowieso keiner zu, der die Mods gut kennt. Zumindest wüsste ich jetzt niemanden, der sich dadurch profiliert hätte bis jetzt. Von daher bräuchte man eigentlich keinen Kopf drum zu machen. Aber es gibt ja Leute, die meckern auch noch im Nachhinein nochmal eine Runde rum, auch wenn die Folge schon seit Monaten draußen ist. So. Räusper, räusper. Habe ich jetzt tatsächlich das Feld fertig. Wieder neu bepflanzt und ich habe über 100 Getreide rausgeholt. Das finde ich gut. So, jetzt habe ich hier noch ein bisschen Gravel in der Hand. Kommen wir vielleicht bis zum Gewächshaus mit. Ja, das sieht gut aus. Das könnte sogar... Es reicht sogar ganz genau. Boah. Klasse. Finde ich toll. So, jetzt haben wir noch unsere Slabs. Die bringen wir jetzt da oben noch an. Ups. Den haben wir schon falsch gesetzt. Graben wir gerade da ab. Und zack, und zack, und zack, und zack. Und das alles ohne Mörtel, Leute. Das hält alles nur, weil... Ja. Das setzt sich so dicht aneinander, das kann gar nicht wegkippen und runterkrachen. Zur Seite hin fällt es nicht um, weil... Wind. Von beiden Seiten kommt Wind. Genau. So. Nope. Na. Setz dich. Kann das sein, dass wir nicht mehr genug Strom produzieren? Kann ich nicht sagen. Ich bin leider noch auf der Wikie und ärgere mich. Das ist natürlich ärgerlich. Vor allen Dingen, was soll man sonst mit den Dingern machen? Ja, ich habe bis jetzt nur gesehen, dass ich sie herstellen kann, aber noch kein Rezept, der sie weiterverarbeitet. In irgendeiner Form, das wundert mich. Vielleicht sind sie mittlerweile eigentlich rausgenommen und ich weiß davon nur noch nicht. Dann hätte sie die Suche natürlich auch ein Ende, aber... Ja, das wäre doof, weil wir jetzt haben die, ne? Nee, eben zum Glück nie. Aber ich kann quasi außer Normal Rails sonst nichts bauen. Und ich hatte gehofft, dass ich vielleicht sowas wie eine Zwischengeschwindigkeitsschub mit Advanced Rails erreichen kann. Das wäre schon mal cool. Das wäre cool. Das würde zwar noch mehr Aufriss bedeuten in Sachen Bauen, aber... Also wenn man dann noch eine andere Geschwindigkeit drin hat, aber prinzipiell wäre das cool. Es wäre auf jeden Fall mal eine Übergangslösung, bis wir diese verfluchten Highspeed Rails machen können. Wie der auf die Idee gekommen ist, dass man da Magma Cream einbaut. Das möchte ich dann doch auch mal wissen. Schiss da. Das hat man ja auch schon im Let's Play. Da habe ich ja auch gesagt, ich habe noch nie Magma Cream legal in die Flosse bekommen. Irgendwie droppen die Jungs nicht viel. So. Dann hätten wir wieder ein Patzen mit P. Von den Slabs verlegt.
Mensch, ein Scanner, das sieht ja echt gut aus. Ich finde das toll. Und jetzt bauen wir noch ein bisschen was von unserer Hütte ab. Reißen wir noch ein bisschen was ab und ersetzen das gleich mit Marble. Haben wir noch ein bisschen was dabei. Und was ich noch gesehen habe, ist, wir können unsere Kabel verstecken. Unsere Industrial Craft Kabel. Gibt es nämlich jetzt auch eine sehr schöne Möglichkeit. Es gibt nämlich Bauschaum. Und mit dem Bauschaum, den spritzen wir quasi um die Kabel drumherum und dann können wir die Kabel anmalen. Also den Bauschaum mit den Kabeln drinne. Und dann, ja, ist das nur ein bunt angemalter Block, der dann irgendwo in der Landschaft steht, statt ein Kabel. Vorteil ist natürlich auch, wenn man, die sind ja nicht, die Kabel sind ja nicht vollständig, einmal eins mal eins. Und dann hätte man quasi Lücken und so könnte man das komplett erschließen. Ja, Leute, die sich jetzt quasi in der Folge schon mehr oder weniger im Kopf gepackt haben, wir machen das ja auch ganz gerne, wenn Gronkh auf dem Schlauch steht. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen rumgesucht. Ich kann diese laminierten Rails bauen, aber die anderen Rezepte sind einfach mal die böse effektiveren. Ich brauche jetzt 3 normale Eisen und 3 Gold, um 3 Laminate Rails zu machen. So, das heißt, 6 Eisen, 6 Gold für einmal genug laminierte Rails, um Speedrails zu bauen. Boah. Das ist doch grausam. Ja, es ist teuer. Vorteil ist, jetzt wo ich die 6 laminierten habe, brauche ich nur noch 2 Stone Rail Beds. Und ich krieg 40 von den Highspeeds raus. Oh, das ist krass. Na gut, die waren früher ja teurer. Man glaubt es kaum, wenn man diese Rezepte hört, aber früher war die noch teurer. Das möchte ich nur so erwähnt haben. Da hat man, glaube ich, immer nur maximal 16 rausgekriegt. Und man hat ja eigentlich gesagt, ja, Highspeed-Rails sind ja eigentlich dafür da, große Entfernungen zu überwinden. Und das hatte sich dann so ein bisschen damit erledigt. Aber hat es dann irgendwann mal auf User-Wünsche eingegangen und das umgebaut. Naja, man muss jetzt sagen, also für diese 40 Teile... Ja... Sind es mindestens, jetzt lass mich mal überlegen. Ja, mindestens 12 Eisen. Mindestens. Ich glaube, es sind eher mehr. Ja, da bin ich mir unsicher, was jetzt billiger ist. Also das andere Rezept ist dann theoretisch günstiger, aber ja, braucht in der Anschaffung halt mehr. Ja, gut, das irgendwann mal finden wir die Jungs auch. Hauen den einen rein und vielleicht findet man ein bisschen Magma Cream und den ganzen anderen Krempel und dann passt das vielleicht. Hoffentlich. Muss ich noch Fackeln hinstellen? Ist dunkel. Beziehungsweise ich muss ja noch Licht bauen. Mensch, jetzt schon wieder dunkel. Es ist unglaublich, wie schnell es hier dunkel wird. Brauchst du Bretter, Chris? Kann ich immer gebrauchen. Ich habe nämlich mehrere Stacks übrig, dadurch, dass ich jetzt hier nämlich alles ganz gemütlich mit Dings ersetze. Mit Marble. Und Glas. Habe ich so ein bisschen was übrig. Klingt nicht schlecht. Gerade mal nur ganz schnell hier noch. Ja, du kannst ja in deine Kiste packen, dass die dann zu mir transportiert werden. Stimmt. Ah, es muss ja keiner mehr laufen. Es ist ja ein Studenten-Let's Play. Technologie nutzen, um sich nicht bewegen zu müssen. Wenn ich Pech habe, läuft mir gleich Viehzeug hier rein, weil ich nicht genug Glas habe. Dann mache ich das mit Marble schnell noch wieder zu. Sieht zwar ein bisschen verboten aus jetzt, aber... Naja, wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge Glas verbaut und wir haben jetzt eine schöne Glasfront hier drin, können unser Gewächshaus von hier aus sehen, können sehen, ob da draußen noch was auf uns wartet. Und das ist doch schon mal viel wert. Und wir haben in dieser Aufnahme-Voll-Session, die jetzt auch hier bald wieder rum ist, also... Wir haben viel geschafft. Also ich bin soweit zufrieden mit den Errungenschaften dieser Folge, sage ich mal so. So, ich probiere jetzt mal was aus. Also ich weiß nicht, wie viel Zeit noch ist. Es sind noch fast 5 Minuten. Also von daher ein bisschen Zeit ist noch, aber ich dachte mir so, Mensch, langsam geht's gegen Ende zu.
Und dachte, ich mache mir schon mal für mich so ein kleines Resümee. Ja. Was probierst du gerade aus? Muss man weggehen? Machst du was Explosives? Noch nicht, noch nicht. Ich will jetzt noch schnell mal gucken, ein paar Highspeed Booster Rails zu bauen. Und dann zeigen wir mal, was passiert, wenn man die Highspeed Rails, naja, nicht runter reduziert in der Geschwindigkeit. Ah, how not to. Genau. Mir fällt gerade ein, ich könnte mal hier eine gescheite Treppe runterbauen. Baue ich irgendwo hier hinten hin. Muss man zwar ein bisschen Umweg laufen, aber da vorne ist halt nicht wirklich Platz. Bist du soweit mit deinem How Not To oder? Nee, noch nie. Ich muss erstmal. Ich bin froh, dass ich das letzte Stone Rail Bed noch hab. Aber ich glaube, das braucht ein bisschen Redstone. Kurz mal gucken. So, ich guck, ich hoffe mal, ich kann aus Marble auch Stairs bauen. Hat das einmal jemals irgendeiner ausprobiert? Nie, dass ich's wüsste. Du kannst höchstens halt mit Slabs bauen. Ja, ich mach So wie mir ich das die. Obsidian gemacht habe für Ja, ich Dings. schneide mir schon die Corners, die Strips, und dann bastle ich's damit. Anders geht's ja nicht. Sag Bescheid, wenn du mit deinem How Not To fertig bist. Gibt nämlich einen Mordskrach. Das war jetzt nicht die rohstoffeffizienteste Art, eine Treppe zu bauen, aber das ist mir jetzt gerade mal Wurst. Ich grab jetzt nicht jedes Halbstüfchen da hinten wieder raus. So kann man es nämlich auch als Treppen benutzen. Aha. Oh. Ah, ich falle andauernd runter irgendwo. Ich habe heute wieder die Fallsucht. Wie tief ist der Gang da unten? Drei, ne? Eins. Ja, ich glaube schon. 1, 2, 3. Da muss ich noch 1. Beziehungsweise 1, 2, 3. Ne, das reicht sogar. Muss ich hier unten nur Marble ersetzen. Jetzt habe ich da oben einen Block. So haben sie. Hehe. Willst du das Testobjekt sein? Oder zeigst du, was passiert? Ich zeige, was passiert. Ich weiß ja, was passiert. Ich möchte nicht Textobjekt sein. Ich habe zu viel Zeug dabei. Du brauchst mehr Geschwindigkeit. Ja. Also du hast noch nicht das Dings erreicht, die Geschwindigkeit, die es braucht. Du brauchst mehr von den Rails. Ja, Hast du leider noch schon. welche, oder? Ja, ich habe noch welche. Ich habe halt alles aus meinem Inventar rausgelegt. Ja, macht ja nichts. Gibt's ja, dann machen wir die paar Stunden mehr, also die paar Minuten mehr, und dann gibt's halt dann mal mehr als eine Viertelstunde Folge, so 18 Minuten oder sowas. Wir sind ja da jetzt flexibel, weil YouTube hat jetzt neulich nicht gemeckert, als ich 15 Minuten und 9 Sekunden hochgeladen habe. Das war für mich schon kritisch. Von daher, was soll's. Du kannst ja auch eine Crowbar bauen. Also eine Ja, kann ich bei Gelegenheit mal machen. Crowbar, ne? Mit den kleinen Stühlen und den Getränken. Ja, nee, schlechter Simpsons-Witz. Versteht man auch nur, wenn man gut Englisch kann. Schubs mich mal an. Also ich wusste, dass das passiert, aber wo bin ich gelandet? Naja, deine Überreste sind da, wo sie sein sollen. Ich habe jetzt mal von dir eine Okay. Fackel aufgehoben. Na, das ist nie gut. Ich will Naja. mir jetzt gerade meine Sachen holen. Oh, also, wie ihr gesehen habt, hat böse Boom gemacht. Ich habe jetzt von meinen 10 Leveln, die ich schon zusammengespart hatte, nur noch 5. Ja, Die Hälfte das. aller Experience geht ja verloren. Und sogar mehr. Es ist sogar wesentlich mehr. Wenn du nämlich auf Level 26 bist und stirbst, dann kann es passieren, dass du mit Level 6 rauskommst aus der Aktion. Aber, wie ihr gesehen habt, sehr, sehr lustige Aktion. Ja, allerdings. Also, wenn ich wen ärgern will, dann könnte es sein, dass ihr sowas mal Highlife erlebt. Bitte nicht.
Die nächste Versuchung, die ich hier habe, explodiert man in dem Moment, in dem man die Schienen verlässt? Ja. Oder wenn man aufschlägt? Verlässt. Beziehungsweise, näher, sobald du irgendwo auftrittst, das nicht die nicht eine Highspeed-Rail ist. Luft zählt auch? Nee, eigentlich nicht. Das heißt, ich könnte erfolgreich eine Rampe mit Katapult bauen. Ja, du könntest auch eine Launching Rail bauen. Ja, da fliege ich auch direkt in die Luft. Ich will ja eher einen ballistischen Winkel haben. Point taken. Eine Highspeed Launching. Oh nein. Das wäre aber eine gute Idee. Das müssten wir mal im Forum oder so vorschlagen. Ja, na, das klingt irgendwie lustig. Einfach mal gucken. Draußen so eine kleine Ecke. Wir haben hier hinten in der Schneewelt prinzipiell Platz. Was weiß ich, 6 Felder Geschwindigkeit, 3 Felder nach oben und dann geht's auf. Ja, ich denke mal, das war's dann auch für diese Aufnahmesession. Ja, es sind ein paar schöne Sachen geworden in dieser Aufnahmesession. Weniger Nützliches. Ja, hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir jetzt dabei. War mal wieder eine schöne Aufnahme. Die letzte fand ich ein bisschen öde teilweise. Aber gut, ist halt manchmal so. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen guten Tag. Und ja, geht auch mal vor die Tür. Das Wetter wird ja jetzt wieder besser. Bis dann. Tschö. Tschüss.